Liebe Hörer dieses Videos, liebe Peter von Österreich betet. Für den letzten Mittwoch habe ich ein paar Gedanken gefasst, einen Aufruf auch besonders zum Gebet, vor allem um den Frieden angesichts gegenwärtiger dramatischer Entwicklung. Heute möchte ich irgendwie auch in diese Richtung etwas sagen, aber vielleicht unter einer anderen Perspektive. Dieser kommende Mittwoch ist der letzte Mittwoch im zu Ende gehenden Kirchenjahr und dann treten wir in den Advent ein und liturgisch hören wir in dieser Zeit viele Lesungen, auch von den letzten Dingen, auch von Erschütterungen und Dingen, die sozusagen dem Ende vorausgehen. Es geht auch um die Wiederkunft des Herrn und vor diesem Hintergrund sagt uns die Bibel natürlich auch, was wichtig ist. Jesus selbst sagt es uns. Es geht darum, dass wir bereit sind, dass wir wachsam sind, dass wir wirklich vorausblicken. Und das ist eine ganz wichtige Haltung, was sich damit verbindet natürlich, dass wir wirklich die Zeit nützen. Und da stellt sich auch die Frage, was ist besonders wichtig in dieser sogenannten Endzeit, in der wir uns ja befinden, wo wir mit manchen Veränderungen und Dingen rechnen müssen. Es sind die letzten Dinge, die in der Bibel angesprochen sind. Es ist Kriegsgefahr da. Es könnte ja mal sein, dass der Strom für mehrere Wochen ausfällt. Die Versorgung überhaupt. Wir wissen wirklich nicht. Es ist vieles möglich und die ganze Welt ist sozusagen immer mehr auch abhängig geworden. Vor diesem Hintergrund möchte ich einfach ein paar Dinge formulieren, wie wir die Zeit besonders nützen können. Ich glaube, das eigentlich Wichtige ist sowieso immer das Wichtigste gewesen und wird es bleiben, den Glauben vertiefen, das heißt die geistigen Wurzeln tiefer gehen lassen. Das ist einfach entscheidend. Ich glaube, ein Mensch ohne Glauben wird künftig schwer bestehen können. Das geht in der Zeit des Wohlstandes, aber auch nur für gewisse Zeit. Es ist einfach wichtig, auch die persönliche Beziehung mit Gott zu entfalten, dass das wirklich ein lebendiges Wurzelschlagen sozusagen ist. Ein zweiter Punkt, der sehr wichtig erscheint, die Beziehungen zu pflegen, und auch zu vertiefen in erster Linie innerhalb der Familie, zwischen Eheleuten, zwischen den Generationen, aber dann auch darüber hinaus in der Nachbarschaft und weiter darüber hinaus. Wir leben in einer Zeit oder die letzten Jahrzehnte gab es Entwicklungen, wo man sozusagen von niemandem abhängig zu sein schien. Und das, glaube ich, ist ein großer Trugschluss. Gerade die gegenwärtigen Entwicklungen sagen uns, wir werden sehr, sehr aufeinander angewiesen sein. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch gute, tiefergehende Beziehungen haben. Dann ist es auch wichtig, dass wir auf die Gesundheit achten. Und ein Bereich ist auch wichtig, das wirtschaftliche und soziale Leben. Und da würde ich sagen, im Blick auf verschiedene Entwicklungen, wo man wirklich auch mit Einbrüchen und so weiter rechnen muss, ist einfach alles das wichtig, was uns Autarkie gibt, unabhängig, was wir selber haben und besonders auch, was wir selber können. Von daher glaube ich, sollte das Handwerk wieder viel mehr Bedeutung bekommen. Wir sollten auch versuchen, Dinge zu erlernen, die wir einfach dann selbst bewältigen können. Der Spruch Small is beautiful hat auch hier seine Berechtigung. Dann glaube ich, ist es auch wichtig, eine gewisse Bevorratung. Das ist einfach in Zeiten wie diesen vernünftig, klug und auch verantwortungsvoll. Und dann noch ein Punkt für Politiker oder Menschen, die höhere Stellungen in der Gesellschaft haben. Die sollten sich wirklich ernsthaft mit Szenarien auseinandersetzen. Was ist, wenn Krieg ist? Was ist, wenn die Versorgung zusammenbricht? Ich glaube, hier wäre sehr, sehr vieles
notwendig. Ja, wenn ich diese Punkte so zusammennehme, ergibt sich daraus auch ein Gebetsanliegen. Betet besonders um Wachsamkeit, betet besonders um das Bewusstsein, dass wir vorausblicken, dass wir von einer höheren Warte aus die Dinge betrachten dürfen. Betet besonders auch um die Gabe, die Zeit wirklich zu nützen. Betet einfach darum, dass wir wirklich wachsam sind, bereit sind und dass wir die Gnade haben, die wichtigen Dinge zu erkennen und das auch tun, was jetzt in dieser Zeit wichtig ist. Dann sind wir auch im Schöpfer, der auch unser Ziel ist, wirklich geborgen. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Ich danke.